Kamaup ist ein Pokémon mit den Typen Feuer und Boden, existiert seit der dritten Spielgeneration und entwickelt sich zu Kamerupt. Kamaup ist ein mittelgroßes, gelbliches Pokémon mit rundlichen Körperproportionen. Die Schnauze und der Unterleib des Pokémon sind beige. Kamaup hat einen ovalen Kopf mit ebenfalls ovalen Ohren, zwischen denen ein kleiner, platter Haarbüschel sitzt. Seine Augen sind von einem braunen Ring umgeben. Kamaup hat 4 vergleichsweise kurze Beine. Seine Höcker sind grün gefärbt und besitzen in der Mitte ein Loch. Und der Höcker eines weiblichen Kamaup ist größer als der eines männlichen Kamaup. Und in der Shiny-Form ist der Höcker blau gefärbt. Kamaup ist ein langsames Pokémon, das jedoch durch seine Stärke punktet. Es beherrscht sowohl spezielle als auch physische Attacken und greift seine Gegner hauptsächlich mit Feuerattacken wie Flammenwurf und Funkenflug an, indem es sie mit einem Feuerstrahl oder berstenden Feuerblasen trifft. Es kann aber auch Attacken anderer Typen erlernen und so zum Beispiel Erdbeben erzeugen oder durch den Einsatz von Bodycheck sein Gewicht nutzen, um den Gegner mit voller Kraft zu rammen. Das Pokémon kann die Fähigkeiten Dösigkeit besitzen, die verhindert, dass es in einen Anziehungsstatus verfällt, oder alternativ die Fähigkeit Wankelmut. Letztere verdoppelt den Effekt von Statuswertveränderungen. Seltene Exemplare verfügen über die versteckte Fähigkeit Gleichmut, welche es vor Verwirrung schützt. Kamaup ist ein zähes Pokémon, welches in Gebirgen und heißen Tunneln nahe Vulkanen wie dem feurigen Pfad in der Hönnregion oder dem Kahlberg in der Sinnoh-Region lebt. Es gilt als dumm, da es oft nicht bemerkt, wenn es von Angriffen getroffen wurde, und gefräßig, da es das Gefühl von Hunger nicht mal für eine Sekunde ertragen kann. In den Höckern seines Körpers brodelt glühend heißes Magma, welches Temperaturen von bis zu 1200 Grad erreichen kann. Setzt es Feuerattacken ein, so schrumpfen diese Höcker. Das Magma dient ihm als Energiereserve und verleiht ihm enorme Stärke. Bei Nässe kühlt es ab und wird hart, was dazu führt, dass Kamaups Körper schwer wird und er sich somit nur noch träge und langsam bewegen kann. Sonst ist es sehr kräftig und kann schwere Lasten tragen und ist so fähig, bis zu 100 Kilo schwere Dinge zu transportieren und Menschen zu helfen, was von diesen sehr geschätzt wird. Dabei ist Kamaup der erste Teil der Zollstufen-Entwicklungsreihe und kann sich zu Kamerupt entwickeln. Die äußere Erscheinung des Pokémon ähnelt in beiden Entwicklungsstufen einem Kamel. Kamaups Körper ist gelb, sein Rücken befindet sich wie bei einem Dromedar ein Höcker. Nach der Entwicklung erhält das Pokémon einen zweiten Höcker in Form von Vulkanen und ähnelt somit mehr einem Trampeltier. Der Körper färbt sich rot, die Statur wird kräftiger und bedrohlicher. Der naive Blick Kamaups wirkt nach der Entwicklung aggressiv. Wenn es richtig wütend wird, kann dieses Pokémon 10.000 Grad heißes Magma durch seinen Höcker verspucken. In den Spielen der Hauptreihe wird dann die Entwicklung von Kamaup zu Kamerupt auf Level 33 ausgelöst. Zudem ist Kamaup seit der 6. Spielgeneration in der Lage, eine Mega-Entwicklung durch einen Kamaup-Need zu vollführen. Und mit der Typenkombination ist Kamaup immune gegen Elektroattacken, nimmt halben Schaden gegen Gift, Käfer, Stahl, Feuer und Feuerattacken, doppelten Schaden gegen Bodenattacken, vierfachen Schaden gegen Wasserattacken und der Rest macht normalen Schaden.